As the computer became our number one tool in everyday life, a great number of users are members of online computer communities. The most passionate among them are called modders and overclockers. Overclocking and modding deal with the modification of standard computer systems. Overclockers push the components of their computers beyond their default specification. Case modders take an existing case and completely change its appearance, or even build one from the scratch. There exist countless online computer communities on the internet, dedicated to various different topics. In the forums, users discuss how to make the printer printing, or how to make a CPU running at 5 GHz. Their members know more about computers and their inner life than most others do on the average. Seeking solutions for their special needs, they accomplish impressive and valuable innovations in the computer field. And they push the design of computers and the fun that comes with it to new levels. Computer customizers combine the online and offline world in a unique manner. Innovations are discussed online in detail, yet their realization is not fictional, but a necessary complementary of the process. In this research project, new interesting insights on online consumer innovation have been gained. This film aims to give an insight into different motives for tuning a computer and their influence on the processes and output of innovative activities in online communities. Wie bekomme ich irgendwas schneller, weiter, größer, besser, tiefer? Einfach, wie kann man irgendwas verschönern? Warum macht man sowas? Normales PC-Gehäuse gefällt mir einfach nicht. Das finde ich zu langweilig. Das kann sich jeder kaufen. Interessante Teil am Case Modding ist, man baut sich seinen Computer praktisch. Also mir ist es eigentlich egal, ob es jemand anders gefällt. Wichtig ist erstmal, dass es mir gefällt. Wenn es jetzt noch jemand anders gefällt, ist das schön, aber es muss nicht sein. Das hier ist viel mehr. Das ist, ja, man könnte fast sagen, eine Philosophie, eine Denkweise. Die bestimmt dein ganzes Leben. Das ist, ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Was treibt dich an? Was ist die Motivation dahinter? Das ist dann wie Meditation für mich. Für sich war es immer das Problem, dass irgendwie Geräte irgendwie so waren, wie es mir nicht gefiel. Dass nur irgendeine blöde Beleuchtung da drin war oder irgendwas anderes. Irgendwas habe ich mir dann halt immer vorgeklärt. Ja, ich liebe Lichtshows. Also ich fahre auch die ganzen Techno-Events und da, das ist halt der Hammer. Und da sieht man dann auch mal ab und zu ein paar tolle Ideen. Und also ein gewisser Nutzen steckt auch dahinter, aber es ist halt irgendwo der Stolz, der das Ganze antreibt. Das ist unbezahlbar. Es gibt Leute, die 5-6 Jahre an ihrem Gehäuse bauen. Ja, ich habe auch schon Hilfe übers Forum bekommen. Also auch nachgesucht und auch bekommen. Die Community ist eigentlich mittlerweile auch sowas wie eine Familie. Die Seitenteile und den Deckel wird einfach unten reingehängt. Dass da die meiste Motivation herkommt, dass wenn man kein Feedback kriegt, dass wenn die Leute nichts dazu sagen und es keinem gefällt und es keinen interessiert, dann vergeht einem da auch selber schnell die Lust daran. Das sind die Arbeit und das ist irgendwie auch die Liebe, die man reinsteckt, weil man kriegt dann mal eine Beziehung dazu, zu dem, was man macht. Also verkaufen würde ich nicht. Ich bin eigentlich froh, dass ich die Motivation aus der Arbeit selber rausbringe und dann funktioniert es gut, da bin ich froh drum. Man möchte was Eigenes schaffen, das ist ja eine Genugtuung, wenn man das Endergebnis sieht, wenn man damit zufrieden sein kann.